und Verkehrsminister Kurt Bodewig in seinem Traumauto, dem Karmann Ghia. Die Frage, ob Stoßdämpfertests denn bald gesetzlich vorgeschrieben werden, die muss irgendwann der Mann entscheiden, der jetzt in unserer Sendung sein Traumauto fährt. Bundesverkehrsminister Kurt Bodewig fährt den Karmann Ghia. Ich komme hier vom alten Schloss meiner Heimatstadt Grevenbroich, bin hier auch zur Schule gegangen, unter anderem eben auf der Fachoberschule, und dort hatte ich einen Lehrer, der kam jeden Morgen mit einem roten Karmann Ghia Cabrio. Ich halte jetzt ein kleines in der Hand, auch ein Coupé, ich würde gerne mal mit einem großen fahren. Die Blicke der Schülerinnen, wenn er vorkam, das war eine Fachoberschule, also da war das schon mit den Frauen sehr interessant, und das war natürlich auch eine Wirkung. Ne? Ein roter Sportwagen kam gut. Ja, also als Normalfahrzeug würde nicht ausreichen, zu wenig Platz. Ich habe zwei kleine Söhne und wir fahren immer mit der Familie, pendeln wir zwischen der Heimat, also zwischen Grevenbroich und Berlin. Wir leben wochenweise hier und dort. Und da geht es dann immer mit der ganzen Familie, dafür braucht man einen etwas größeren Wagen, und wir werden demnächst einen Charan haben. Der hat genügend Platz, da kann man dann auch längere Fahrten mal zusammen machen. Und man kann dann auch ein paar Leute mitnehmen. Also ich gehöre zu den Leuten, die ruhig fahren. Ich finde, wichtig ist, dass man ankommt, und man muss dafür nicht rüpeln und drängeln. Das ist auch etwas, was ich zurzeit mit einer Verkehrssicherheitskampagne verfolge, indem ich sage, gelassen läuft's. Das ist das Motto. Ich bin ja nicht nur Verkehrsminister, sondern auch Bauminister. Und eigentlich empfinde ich mich als Infrastrukturminister, also als jemand, der zuständig ist für die Grundbedürfnisse der Menschen nach Mobilität, nach lebenswertem Wohnraum, nach attraktiven Städten. Also ich sage, ein Rahmen, wo man gerne für arbeitet. That mood indigo, that feeling goes stealing. Alte Autos haben schönere Formen. Man muss sehen, heute ist alles nur noch aerodynamisch. Das heißt also, es gibt eigentlich kaum noch charakteristische Autos. Alle nähern sich immer mehr an. Ja, und er fährt, fühlt sich gut an. Schöner Motorklang, man hört's. Passt übrigens auch zu mir. Ich habe, glaube ich, eine Stimmlage, die eher, naja, eine tiefere Grundlage hat, und das hört man ja hier beim Motor auch. Tja, schönes Auto, schöne runde Form, muss man sagen. Ist aus der letzten Baureihe, würde ich mal tippen. Das sieht man an der Größe der Scheinwerfer, die waren früher noch ein bisschen schnuckeliger. Als Cabrio sieht er natürlich noch schicker aus als dieses Coupé jetzt. Ich muss dazu sagen, eine wunderschöne Farbe, ein schönes leuchtendes Rot. Rot wie die Liebe. Willy Brandt hat mal gesagt, was für die Liebe gut ist, kann für die Politik nicht schlecht sein. Kann ich nur unterstreichen. Dann irritiert mich natürlich der schwarze Dach. Das muss ich ja sagen. Also insofern ein wirklich schönes Auto. Es gefällt mir sehr. Es fährt sich gut, es hat einen guten Klang, schnittige Form. Auch das ist ja klassisch, muss ich ja sagen, den Koffer hinten drauf geschnallt.
damit man auch in Urlaub fahren kann. Ja, so ist er, der Karmann Ghia.